Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei deinem Podcast Happy Like a Buddha, deinem Glückspodcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Michaela Merten und ich freue mich riesig, dass du dabei bist, um dir Inspirationen zu holen zu den Themen, die dich am meisten bewegen. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit, die ist natürlich jetzt in aller Munde, Mindfulness genannt auf Englisch. Was bedeutet Achtsamkeit überhaupt? Achtsam zu sein bedeutet, sich in jedem Moment des Tages bewusst zu sein, welche Handlung man gerade vollführt. Mit dem Achtsamkeitstraining, da lernt man seinen Fokus auf die Dinge zu lenken, die gerade in diesem Moment geschehen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das passieren konnte, was passieren wird oder was gewesen war oder was darauf auch noch folgen könnte. Achtsamkeitstraining, das hilft uns, effektive Lösungen zu finden, aus einem ganz entspannten Zustand heraus. Und glücklicherweise gibt es jetzt schon so viele wissenschaftliche Studien zum Mindfulness im Alltag, Mindfulness für den Körper, langsamer Essen. Es gibt einfach so viele Studien, die die positiven Effekte von Mindfulness-Training, von Achtsamkeitstraining beweisen. Es gibt einfach einen riesengroßen Schub für mehr Lebensqualität. Und meine 11 Achtsamkeitstipps, die möchte ich dir natürlich sehr gerne verraten, wie ich sie benutze oder was ich tue. Und wie du die natürlich auch im Beruf besser umsetzen kannst. Also Achtsamkeitstraining, das hilft dir, wo du gehst und stehst natürlich. Und ganz besonders auch im Beruf kannst du dann klarer denken. Du verfällst nicht so in Stress. Wenn wir im Stress verfallen, wissen wir ja jetzt hinlänglich, dass dann das Gehirn keine Lösungen parat hat. Also Achtsamkeit fördert klare Denkprozesse. Dadurch, dass wir innehalten und uns bewusster werden, wo wir gerade sind, was wir gerade tun, können wir natürlich auch viel optimaler mit unserem Team zusammenarbeiten. Wenn wir zum Beispiel jetzt in einer Führungsposition sind, dann werden unsere Führungsqualitäten auch optimaler eingesetzt. Also wir können einfach, weil wir mehr unter Kontrolle sind, einfach auch besser Entscheidungen fällen, klarer denken, klarer sehen und auch besser überlegen, was jetzt da die Konsequenzen wären. Emotionale Intelligenz, das ist natürlich auch so ein großer Vorteil. Was ist emotionale Intelligenz? Dass wir unsere Gefühle kennen, dass wir wissen, wie wir ticken und dass wir sie so weit bewusst haben, dass sie nicht mit uns durchbrennen können. Dass nicht zum Beispiel ein Wutschub kommt oder ein Frustrationsschub, sondern dass wir einfach wissen, aha, emotional, intelligent reagieren, agieren und natürlich auch dann adäquat, der Situation adäquat entscheiden. Unser Wohlbefinden wird natürlich gestärkt, weil wenn wir da sind, endlich mal da in dem Moment, wo wir hingehören, nämlich ins Hier und Jetzt, dann fühlen wir uns natürlich wohl. Es gab mal eine Studie, wo Probanden mittels einer App zu wahllosen Zeiten einfach so einen Ton geschickt worden ist. Und sobald sie diesen Ton gehört haben, sollten sie dann notieren, wo sie gerade sind, was sie gerade machen und wo ihre Gedanken sind. Und es ist natürlich nicht überraschend, dass bei dieser Studie dann herauskam, dass die Menschen am glücklichsten waren, die in dem Moment im Hier und Jetzt einfach da waren. Die waren am zufriedensten, glücklichsten und sie fühlten sich einfach viel, viel wohler als die anderen,
die irgendwo waren mit ihren Gedanken. Wir haben, wenn wir Achtsamkeitstraining machen, natürlich auch einen souveränen Überblick, weil wir ja wissen, wo unsere Gefühle sind, wo unsere Gedanken sind, und wir können dann auch besser Abstand gewinnen, also einen Überblick uns verschaffen, was will diese Situation jetzt von mir, was erfordert sie von mir, und ich komme dann aus dem Reaktionsmodus raus, sondern ich kann dann agieren, souverän agieren. Du kommst natürlich raus aus deinem Stress, wenn du Achtsamkeitstraining machst, und du kommst rein in die Lösung. Es werden dir Lösungen automatisch aus dem Inneren hervorsteigen und du wirst sagen, ja natürlich, das ist doch ganz logisch, dann machen wir das so. Du bist dann viel großzügiger, souveräner und kannst die Situation besser meistern. Und natürlich erleichtert es auch deine Entscheidungen. Welche Entscheidungen du fällst, wann du sie fällst, mit wem du sie fällst, warum du sie fällst, das kommt alles so aus einem inneren, zufriedenen Gefühl, ich habe die Situation im Griff, ich weiß, was zu tun ist. Natürlich wird auch flexibles Denken gefördert. Also, jetzt geht's los, denn mein Tipp Nummer 1 ist raus aus der Gewohnheit. Das Gehirn mag Gewohnheit überhaupt nicht. Das Gehirn langweilt sich bei Gewohnheit. Also, wenn du in eine Routine verfällst, wenn du in einer Routine bist, dann bist du eigentlich gar nicht da, weil dein Gehirn ja auf Autopilot schaltet. Wie oft hast du dich beim Autofahren erwischt, dass du an alles andere gedacht hast, aber nicht an diesen Moment, wo du gerade Auto fährst? Da sind wahrscheinlich deine Gedanken mit dir davon galoppiert und du hast dir 1000 Sachen überlegt, was der nächste Einkauf ist, was du deiner Schwiegermutter sagen wirst oder was du dir vielleicht jetzt einkaufst. Aber du warst sicher nicht beim Autofahren. Und weil eben dieses Gehirn einfach so, das frecherweise es macht, einfach auf Autopilot schaltet, wenn es etwas zu gut kennt, da passieren natürlich dann die meisten Unfälle, weil wir die Arbeiten nicht voller Aufmerksamkeit verrichten und auch dadurch, dass wir die einfach routinemäßig machen, vielerlei dieses Intuitive, dieses steig jetzt nicht auf die Leiter oder zieh dir doch jetzt meine Jacke an. Wir nehmen diese intuitiven Impulse der inneren Stimme nicht wahr, weil wir einfach sagen, ach, das habe ich immer schon so gemacht und das mache ich jetzt einfach weiter so. Also Tipp Nummer 1, unterbrich bitte deine Routine, geh raus aus deiner Gewohnheit und mach die Dinge anders, als du sie bisher gemacht hast. Einfach anders, langsamer, wenn du zu schnell bist, bedachter, wenn du zu schludrig bist, sortiere dich vorher, nimm dir mehr Zeit, fang früher an, das Haus zu verlassen, stehe früher auf, wenn du meinst, du kommst mit deinem Zeitmanagement nicht klar. Also nimm dich wieder mal selbst an die Hand und überleg dir, wo könntest du ein bisschen achtsamer sein. Dann Tipp Nummer 2 ist natürlich auch, mit allen Sinnen intensiv wahrnehmen können. Mach mal diese kleine Übung. Nimm mal einen Stift zur Hand oder mach das dann zu Hause, wenn du jetzt gerade unterwegs bist und unterwegs zuhörst. Aber wenn du zu Hause bist, dann nimmst du einen Stift und einen kleinen Notizblock und dann schreibst du. Also nicht tippen bitte, sondern tippen ist ein ganz anderer Vorgang für das Gehirn, sondern schreiben. Vielleicht hast du einen schönen Füller. Und schreibe auf, was du hören, riechen und schmecken kannst. In dem Moment. Und allein diese kleine Achtsamkeitsübung und durch das Aufschreiben und dadurch, dass du dich darauf konzentrierst, nimmst du alles viel, viel bewusster wahr. Und der Tipp Nummer 3, wenn du zum Beispiel draußen bist, du bist unter Menschen, du bist in der Natur, du bist einfach draußen, was siehst du genau? Schau dir das an, was sehe ich genau. Das ist der Tipp Nummer 3. Denn viele, viele Dinge und viele, viele Menschen, die nehmen wir nur verschwommen wahr. Wann hast du das letzte Mal einem Menschen, dem du in der Fußgängerzone so vorbeigerauscht bist, in die Augen geguckt? Hast vielleicht angelächelt? Einfach von dir aus, einfach so. Nimm die Dinge um dich herum viel bewusster wahr und konzentrier dich auf ein Detail.
Vielleicht magst du ja diese Figur Sherlock Holmes. Ich mag die sehr gerne, weil ich dann einfach wie so ein Detektiv mich auf diese kleinen Details konzentriere. Und ich erfahre unglaublich viel von den Menschen. Also wenn ich zum Beispiel gucke, ah, da hat jemand eine Anstecknadel im Revers. Was ist das für eine Anstecknadel? Ah, vielleicht gehört er zu einem Club. Und. Also ich habe dann erstens mal einen guten Gesprächsaufhänger und zweitens ist das ein Achtsamkeitstraining, weil du dann die Details bemerkst und der andere Mensch natürlich dann auch das wertschätzt, weil er sich gesehen fühlt. Also lenke mal deine Aufmerksamkeit auf die Details. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht unter Menschen bist und du bist im Park, dann schau dir die Details an von der Bank, auf die du dich setzt. Wie ist die Maserung? Hat da jemand was reingeritzt? Was hat jemand reingeritzt? Geh mit den Fingern drüber, mit den Fingerkuppen und spüre das und versetze dich einfach in diese Zeit oder in diese Energie, wo vielleicht jemand das hineingeritzt hat. Und dann komm wieder zurück ins Hier und Jetzt und spüre, wie gut es dir tut, wenn du auf dieser Bank sitzt. Also wir können mit unseren Gedanken immer wieder spielen und natürlich werden sie auch immer wieder vorbei flattern und wegflattern oder wegrasen. Und dann hol sie wieder zurück und sag dir, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich rieche und betrachte und beobachte und schmecke genau das, was jetzt in diesem Moment ist. Ja, Tipp Nummer 5, den kennst du natürlich hinlänglich und den werde ich auch nicht müde, immer wieder zu wiederholen. Atmen, atmen, atmen. Alleine durch das Einatmen, das bewusste Einatmen und das bewusste Ausatmen kommst du in einen gelassenen, ruhigen Zustand und das Spannende ist, versuch mal an etwas anderes zu denken, während du bewusst atmest. Mach das mal aus Spaß, das ist genauso unmöglich, wie wenn du beim Niesen die Augen offen halten willst. Wenn du bewusst auf deine Atmung dich konzentrierst, kannst du keinen anderen Gedanken denken. Und das ist natürlich ganz, ganz fantastisch. Tipp Nummer 6, das habe ich auch schon immer wieder so anklingen lassen, da weißt du natürlich, hol deine Gedanken immer wieder zurück. Hol deine Gedanken immer wieder zurück. Die Buddhisten, die sagen zu den Gedanken Monkey Mind, also das kleine Äffchen im Kopf, was immer hin und her springt und kreischt und von Ast zu Ast hüpft. So nenne die Buddhisten den herumwandernden Geist Monkey Mind. Und wie eine Herde wild gewordener Affen, dann rasen unsere Gedanken durch die Gegend und führen natürlich ein Eigenleben. Hol sie wieder ein, hol sie wieder zurück. Und am besten kannst du das, indem du dich still hinsetzt oder einfach still stehen bleibst und atmest, die Augen kurz schließt. Und das kann weniger Zeit brauchen als 30 Sekunden. Wirklich, es reichen 10, 15 Sekunden. Das sind 2 Atemzüge meistens durchschnittlich. Und dann weißt du schon, ja, wahrscheinlich kennst du auch diesen Tipp, zähle bis 3, bis du antwortest, wenn du wütend bist. Das ist auch ein guter Plan. Dann der Tipp Nummer 7, das mag ich ganz gerne. Diesen Befehl, den ich mir gebe, ich bin nicht meine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Du denkst nur, weil diese Gedanken so brillant sind und dann ständig auch irgendwelche Gefühle in Bewegung setzen und Hormone ausschütten. Und dann fühlt sich alles so wahr an und so real an, so total richtig jetzt hier in der Wirklichkeit. Nein, du bist nicht deine Gedanken. Deine Gedanken haben dich, wenn du sie lässt. Dann haben sie natürlich Kontrolle über dich. Aber meistens sind diese Gedanken eine vollkommene Interpretation. Eine Interpretation von einer Summe von Erfahrungen, die wir uns zusammengebacken haben oder die wir uns zusammengedacht haben oder die einfach auch wieder etwas antriggert, was aus der Vergangenheit war. Vielleicht ist genau diese eine Situation dir genauso passiert vor 5 Jahren, das hat dich verletzt, vielleicht vor 8 Jahren, vielleicht in der Schulzeit, in der Kindheit, von wem auch immer, einer Bezugsperson. Und jetzt steht schon wieder jemand vor dir und du hast wieder diese Gedanken und diese Gefühle. Mach dir bewusst, du bist nicht deine Gedanken.
Das ist reine Interpretation. Hinterfrage deine Gedanken und frag sie, was willst du mir jetzt erzählen? Bist du wirklich so? Ist das wirklich so? Entspricht das der Tatsache? Frag die andere Person. Ich sage jetzt nicht, ich habe jetzt interpretiert und kannst du mir bitte sagen, was stimmt? Das natürlich nicht, sondern du, irgendwie habe ich so diesen und diesen Gedanken. Was sagst denn du dazu? Also, du bist nicht deine Gedanken, du bist auch nicht deine Ängste. Das sind alles Illusionen, Interpretationen und du kannst da am besten aus denen dich selber aufwecken, indem du sie vorbeiziehen lässt und einfach beobachtest und nicht gleich mit Selbstgesprächen anfängst und mit Dialogen, die innerlich ablaufen, sondern einfach vorbeiziehen lassen und beobachten, ohne zu bewerten und dann spüren, was es mit dir macht. Wahrscheinlich ist das alles in Ordnung so. So, Tipp Nummer 8, der hat mit Tipp Nummer 7 ganz viel zu tun. Deine Gedanken sind nicht die Wahrheit. Also, du hast Gedanken, die bist du nicht, sondern es sind Gedanken aus der Summe deiner Erfahrungen und sie sind nicht die Wahrheit. Es ist eine subjektive Vorspiegelung von Tatsachen, die nicht sein müssten, nicht sein werden und die vielleicht gar nicht notwendig sind, dass sie passieren. Also achte darauf. Tipp Nummer 9, finde heraus, was deine fixe Idee ist. Was ich damit meine ist, eine fixe Idee ist eine Überzeugung. Eine fixe Idee ist ein überholter Glaubenssatz. Und diese überholten Glaubenssätze, die holen uns leider ein, weil wir so ein bisschen von fixer Idee zu fixer Idee herumspringen. Wir haben so ein inneres Netz von Knotenpunkten, von Überzeugungen, die immer wieder wie in so einem Bermuda-Dreieck hin und her hüpfen. Also zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, man kann mich nicht lieben, ich bin nicht in Ordnung, so wie ich bin. Siehst du, der hat weggeschaut, wahrscheinlich findet er mich ganz doof. Ich habe keine Beförderung bekommen, weil ich natürlich nicht so beliebt bin wie die anderen Kollegen. Also das ist eine fixe Idee und die kreist in unterschiedlichen Facetten immer um die gleiche Thematik, nämlich um deine Selbstliebe zum Beispiel. Also durch Achtsamkeitstraining kannst du ziemlich genau der Wurzel auf die Spur kommen, warum du jetzt diese fixe Idee hast. Und sobald du sie beim Schopf erwischst, bitte transformiere sie mit einer Meditation, schreib sie auf, verbrenne sie, tu was mit ihr, dass sie aus deinem Leben gehen kann und verabschiede sie gründlich. Denn sie ist nicht eine Wahrheit, sondern du hast sie zu deiner Wahrheit gemacht. Und natürlich last but not least, der absolute Klassiker, achte auf deinen Körper. Und achte auf deinen Körper bedeutet natürlich ein Akt der Selbstliebe, Selbstfürsorge. Das kreist natürlich alles um das gleiche Thema. Und du darfst darauf achten, was du isst, wie du isst. Vielleicht bist du so jemand wie ich, die dann das Essen abbeißt und dann dreimal kaut und schluckt. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, ich esse langsam, ich zwinge mich jetzt dazu, langsamer zu essen, achtsamer zu essen und dieses Essen mit allen Sinnen zu genießen. Ich war letztes Jahr bei einem wunderbaren Mindfulness-Retreat mit Jon Kabat-Zinn. Das ist ja so der Mindfulness-Papst überhaupt und der macht sehr, sehr wenige Termine selber. Und da war ich eine ganze Woche mit unserer Tochter bei einem Retreat in der Nähe von Salzburg und das war wirklich sehr beeindruckend. Und diese 7 Tage Achtsamkeitstraining, die haben mich unglaublich nochmal an meine Essenz gebracht, an mein Herz, an meine Intuition. Und sie haben dennoch, obwohl ich das Gefühl hatte und habe, dass ich so viel an mir gearbeitet habe, doch nochmal ein altes Muster aus meiner Kindheit hervorgeholt, was so vergraben war, weil es nämlich begonnen hat, bevor meine Sprache begonnen hat, also bevor ich 3 Jahre alt war. Und das kam so wie so ein Gefühl aus mir heraus und an die Oberfläche und ich wurde auf einmal unendlich traurig
Und diese Traurigkeit war wie so ein Song aus der Ferne. Das war nicht signifikant, nicht viel, nicht schwer. Ich musste nicht schluchzen, aber es war so wie so ein Schleier, der durch den Wind dann nochmal zu mir getrieben worden ist und dann wieder weggeflattert ist, weggeflogen ist mit dem Wind. Das fand ich ganz beachtlich und das wäre nicht gewesen, wenn ich nicht dazu eingeladen worden wäre, wie alle anderen auch, komplett zu schweigen. Also nicht zu sprechen, nicht den Computer zu betätigen, das Handy komplett die Tage wegzusperren, nicht zu sprechen. Und auch die Mittagspausen, wir haben alle schweigend das Mittagessen eingenommen und am Anfang war das ein sehr seltsames Gefühl. Ich dachte mir, es redet keiner, es ist alles so still im Speiseraum. Und dann haben wir einfach nebeneinander gesessen und haben mit allen Sinnen dieses Essen wahrgenommen. Und ich muss dir sagen, es gibt einfach eine Qualität, die noch dazu drauf kam an, wie es geschmeckt hat und wie die Farben waren vom Essen und wie viel ich gegessen habe. Es war nämlich viel weniger, als ich sonst esse, weil ich auch langsamer gegessen habe. Also das war eine unglaublich spannende Erfahrung und er hat natürlich mit einem starken Vorbild immer da gesessen. Er war um 5 Uhr in der Früh der Erste im Meditationsraum und dann kamen wir alle so, kleckerten so bis 5.30 Uhr dazu und wir haben bis 22 Uhr gesessen, meditiert und es wurde dann nur unterbrochen durch ein paar Gesprächsinseln. Ich habe in dieser Woche so mich unglaublich erholt und so tiefe Einsichten gewonnen in die Natur und ich war überflutet vor Dankbarkeit für diese wundervolle Schöpfung. Das hat mich also wirklich sehr, sehr stark bewegt. Ich gebe dir aber noch eine kleine Übung auf den Weg, denn ich werde natürlich auch für nächstes Jahr ein Mindfulness-Achtsamkeits-Retreat planen. Meine Reisen nach Glastonbury, das sind ja Intuitionsreisen, Reisen zur Herzessenz nach Avalon, die sind immer ganz schnell ausgebucht, das heißt nur für 2020 gibt es noch Plätze und das Mindfulness-Retreat, das plane ich dann auch im Jahr 2020 in einem wunderschönen Gebiet in den Bergen. Lass dich einfach überraschen. Also, ich möchte gerne eine kleine Übung auf den Weg geben, wie du den Tag achtsam beginnen kannst, und zwar gleich am Morgen. Vielleicht magst du ja den Wecker vielleicht 10 Minuten früher stellen als sonst und dann bleibst du liegen und machst dann den berühmten Bodyscan. Das heißt, du wirst dann einfach atmen, in den Unterbauch atmen und deinen Körper beleben, bewohnen, deine Achtsamkeit in deine Hände fließen lassen, dann über deine Arme, deine Achtsamkeit in deine Beine lenken, bis in deine Füße, darüber hinaus natürlich auch dann in deine Organe, in dein Herzzentrum, Halsraum, Kopfraum. Fang an, deinen Körper morgens schon achtsam willkommen zu heißen. Und wenn du magst, kannst du dich auch dann umarmen und knuddeln und dann aus dem Bett springen. Und so fängt der Tag dann ganz achtsam und liebevoll an. Wir brauchen Liebende, weißt du? Wir brauchen Menschen, die liebevoll sind, die achtsam sind und die Liebende sind. Dass du eine Liebende, ein Liebender bist und dass du weißt, dass du immer die Liebe wählen kannst, in jeder Situation. Ich weiß, es gelingt uns nicht immer, aber es gibt die Option, immer die Liebe zu wählen. Was würde die Liebe tun? So, also ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge von Happy Like a Buddha gefallen hat und dich ein bisschen inspiriert hat, dein Leben achtsamer zu gestalten. Und Achtsamkeit schult deine Intuition und alles, was du wahrnimmst, ist natürlich für dich wahr, deine Wahrnehmung. Sie entscheidet deine Wahrheit. Und ich wünsche dir viel Freude beim Beobachten deiner selbst und deiner Gedanken. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest mehr erfahren und vielleicht ein bisschen näher zu uns rücken und vielleicht Teil unserer Online Academy und Community sein von Happiness House, dann schreib mir eine Mail.
weil die Kraft der Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt und die Menschen, die wertvolle neue Freundschaften geknüpft haben, die machen uns so viel Freude. Und ich schreibe dir dann den Link zu Happiness House in die Shownotes. Und schau gerne auf Instagram vorbei und sag mir einfach Themen. Schreib mir unter michaelamerten@web.de deine Wunschthemen und dann mache ich eine Podcast-Folge für dich. Denn das, was dich interessiert, interessiert sicher noch ganz, ganz viele andere. Ich freue mich jedenfalls darauf. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und ich freue mich darauf, dass du die nächste Glücksfolge von Happy Like a Buddha auch anhören wirst. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe und schön, dass es dich gibt. Deine Michaela. Und übrigens, du bist hier, um glücklich zu sein.